Ich habe jetzt hier einen zweiten Auftrag für euch. Und zwar, wir haben hier diverse Projekte von A bis E. So viel Umsatz bringt jedes Projekt rein. So viele Mitarbeiter sind erforderlich, um das Projekt zu implementieren. Und diese Mitarbeiter müssen dann für jeweils 8 Monate oder 7,5 Monate und so weiter für jedes Projekt arbeiten. Jetzt, jeder Mitarbeiter erhält 3.500 Euro pro Monat. Was sind meine Mitarbeiterkosten pro Projekt? Ja, also quasi das erste Projekt hat 3 Mitarbeiter. Die haben dann für 8 Monate gearbeitet. Jeder Mitarbeiter kriegt 3,5 pro Monat. Was sind meine gesamten Mitarbeiterkosten für dieses Projekt? Zusätzlich hat jedes Projekt pro Monat 1.500 Euro Fixkosten. Wie viel Fixkosten habe ich pro Projekt? Ja, also dieses Projekt ging dann vor 8 Monate. Jeder Monat hat 1.500 Euro Fixkosten. Was sind die Fixkosten für Projekt A? Genau dasselbe dann für B und so weiter. Was sind die Gesamtkosten? Und wie viel ist mein Profit? Profit ist dann quasi Umsatz minus meine Gesamtkosten.